Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen Long Let's Play. Und zwar spielen wir heute The Last Case of Benedict Fox. Meine Stimme ist auch gerade leicht weg gewesen, aber das soll uns nicht stören. Ich kann das Spiel gar nicht und wir lassen uns einfach mal überraschen, was uns da so erwartet. After the end of the Great War, it came to light that atrocities were being committed. Not only on the battlefields, but also beyond them, in secret workrooms of the First Circle. To try and stop the vile endeavor, Ordo Iredei came to being. Its purpose was to restrict unauthorized research, experimentation, and exploration of the void. Not all, however, are willing to be controlled. This is what I've been looking for. He who seeks does not err. Did you hear something? Okay, what? Wait, what? Wie? Drücke RB, um einen Schlag zu parieren. Okay. Drücke X, um anzugreifen. Na dann. Halte X gedrückt, um einen starken Angriff auszuführen. Okay, wir kriegen jetzt hier ein Tutorial. Okay. Ich sag mal so. Hätte ich es auf jeden Fall interessant. Also, krass. Okay, cool. Na dann, lass uns drücke A, um zu springen und um höher zu springen. Oh Gott, ich dachte, ich hätte... Nein, warum kann ich denn... Okay, ich muss auf jeden Fall mehr blocken. Geh weg! Okay, wir sind auf der Flucht! Wo sind wir? Okay, okay. Das war aber ganz schön... Was? So ist mein... Wie kann ich denn jetzt da hoch? Ja, Doppeljump. Hallo. Ich verstehe. Also, noch nicht ganz, aber so grob. Harry, aber gefällt mir schon. Where my father lives. Do you have anything for me? Not at the moment. I need to ask you to do me another favor. Can you get me another amplificator? I damaged this one while trying to escape. I'll see what I can do. 29 Kimberly Way, Boston. Meet me there. Okay. Also wir haben Akten geklaut von uns selber. Und wir treffen jetzt einen Typen. Und der spielt anscheinend in den 20er, 30er Jahren. So von den Automobilen her. Hello? Anyone Hello? Here? Ich muss sagen, es sieht schon geil aus. Only anguish fills this residence, Benedict. You're saying there's no one here? Huh? Okay. Hallo? Radio. Oh.
Muss ich... Also auf was muss ich hier drücken? These runes look like the ancient writing of the old ones. This could be a fragment of what I'm seeking. A forgotten ritual. We're close. Don't let your fright hold you back now. Since I found the first piece, there must be more. Okay. Das gelesene Wort formt den Geist. Man muss Acht geben, ihn nicht unbeaufsichtigt zu entstellen. Jeder Buchstabe prägt sich dem Leser ein, bedroht seinen Verstand einem gegen... ungeübten Geist fällt das unter Umständen gar nicht auf. Vielleicht gelingt es mir ja, das Ritual zu rekonstruieren und eine Möglichkeit zu finden, mich vom Begleiter zu befreien. Ja, wir machen erstmal die Musik ein bisschen leiser. Da ist ja dann doch ganz schön... ganz schön laut, muss man sagen. Ganz schön laut. So. Okay, was haben wir denn? Was gibt's sonst noch? Also wir sind in der Bibliothek. James Arbeitszimmer. Die Schublade. Dann lass uns doch mal die... Ja. Locked. Okay. Da fehlt uns noch das, Rätsels Lösung. Aber vielleicht... kommen wir ja noch drauf. Was ist denn... okay. Portemonnaie. Lass uns doch mal ins Portemonnaie gucken, vielleicht finden wir ja da. Das lederne Portemonnaie meines Vaters. Ihm haftet ein geradezu väterlicher Geruch an. Merkwürdigerweise steckt die Visitenkarte eines Inquisitors darin. Das verheißt nichts Gutes. Einige Gegenstände könntest du genau untersuchen. Drehe den Gegenstand mit L, um ihn von der Seite zu betrachten. Ja, ich würde gerne hier die... den Schlüssel nehmen. Da ist ja schon mal so ein Zeichen drauf. Finde ich schon mal gut. So, gibt's sonst noch was? Außer Money. So, das Zeichen merken wir uns mal. Aber ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt hier dran, oder? Nee. Schade. Tür. Kann ich jetzt irgendwas? Warte mal kurz. Nochmal ganz kurz. Ganz kurz. Ich mal mir das mal kurz auf. Sorry, Chat. Ich muss mir das kurz aufmalen. Weil könnte ja sein, dass dieses Symbol als Lösung steht für dann andere Rätsel. Also ich nicht glaube, aber wir malen uns mal das Symbol auf. Mhm. So. Weil, ihr wisst, ich kann mir sowas nicht merken. So, könnte das sein, dass... Nein. Okay. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Teleportieren. Sherlock-Platten. Vor ein, zwei Monaten war die Band Plot Twist praktisch unbekannt, aber schon bald wird sie in aller Munde sein. Und das heißt, wir können auch jetzt die Sherlock-Platte dann wahrscheinlich im Grammophon einlesen. Ey, grafisch sieht das mega aus. This must be the woman my father loves. The embers of love are buried beneath the ash. Und wir haben irgendwie so einen bösen Schatten bei uns. Also so, weiß ich nicht, eine böse Gestalt, die in unserem Kopf ist oder so. Das muss die neue Frau meines Vaters sein. Sie ist bildhübsch. In ihren Augen liegt eine gewisse Traurigkeit. Genauso habe ich mir meine Mutter immer vorgestellt. Wir können das mitnehmen. Okay, Speisezimmer. Hier geht's runter in den Keller. Okay, da wollen wir aber noch nicht hin. Das ist schon wieder so ein Ding ins Bummens, ne? Ja.
Also rätsellastig auf jeden Fall. Dann gehen wir doch mal runter in den Keller. In der Hoffnung, dass da jetzt nichts Schlimmes dabei ist. Blut. Was? Schlüssel mit eingraviertem Symbol. I got a bad feeling about this. I'm supposed to be the one with bad feelings. Pull yourself together, Benedict. Ich sag ja. Diese Gestalt ist, glaube ich, not so gut zu uns. Ah, was erwartet uns jetzt hier, wenn wir hier unten Blut gefunden haben? In dem Keller. Oh no. So, I lost my father before I had a chance to know him. I can sense your despair, Benedict. The cadaver you call your father is sorrow and dread have not yet dwindled. The shade is so dense and the madness so fierce. That I can barely hold on. No sign of a struggle anywhere around him. And yet, he defended himself desperately. But from whom? The trail of blood leads to this lock. Not all is lost yet. I can guide you through his memories, Benedict. Okay. Also wir sind, ja klar, ist jetzt, wie gesagt, in einem anderen Bereich, aber... Nein, 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 nein. Was war da für ein Krakenmonster? Okay. Also wir sind jetzt in der Gedankenwelt von unserem Dad. Auf irgendeine Art und Weise. Und wollen jetzt herausfinden, wie wir die Tür öffnen eigentlich. Kann ich da nicht einfach rüberspringen? Oh, Notiz. A notebook page describing the keys. It looks like the last one can be imbued with any number I want. I just have to find it. Vier Schlüssel sollten vorerst ausreichen. Mit drei Schlüsseln werde ich ihr die Grundlagen beibringen. Sobald das erledigt ist, mache ich sie mit dem Hauptschlüssel für die Dechiffriermaschine bekannt. Damit kann sie das Gerät dann auf jeden beliebigen Wert einstellen und ihn in diesen Schlüsseln eingravieren. A, V, B. Ich habe fast alle Schlüssel gefunden. Mittlerweile muss ich ständig einen Notizblock voller Diagramme mitführen, um einige der Räume betreten zu können, und ziemlich sicher habe ich noch gar nicht alle entdeckt.
Dieser wahnsinnige Jay. Eine Seite aus dem Brotmeers Notiz, auf der die Schüsse beschrieben werden. Mein Vater scheint es ebenfalls genutzt zu haben. Okay. Gibt's hier noch sonst wie einen Hinweis? Also das L100, das andere Ding 10 und das in die Richtung 1. Sagt mir jetzt erstmal auf Anhieb nicht so viel. Noch nicht. Ratte, fall da runter und bleib da liegen. Tür. Komm ich noch nicht rein? Okay, schade. Also ich muss sagen, das Spiel an sich ist... It's all dust. Nice. Oh Gott, das sind ja... Was mache ich gegen die? Einfach nicht hingehen. Einfach nicht. Aua! Ich habe nicht mehr so viel Leben. Das bereitet mir gerade ein bisschen Kummer. Deformierter Schädel. Die große Hirnschale lässt auf eine ein intelligentes Wesen mit menschenartigen Gesichtszügen schließen. Aber irgendwas stimmt nicht. War es vielleicht der Schädel eines Homunculus? Homunculus. Falls nicht, bin ich überfragt. Ich will die Antwort auch nicht wissen. Ja. Sieht schon anders aus. Okay. Kann ich? Ich würde gern. Nee, kann ich nicht. Schade. Okay. Jump and run. Device that amplifies our connection, doing in my father's memories. No less in the hand of the organization's rat, Benedict. Ja, moin, der Vater. Hallöchen. Gemälde der Ratte der Organisation. Also, ja, ist schon anders. Anders. Aber da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich hinaufklettern. Okay. The turnkeys must perish for you to find your way home, Benedict. Ich hab kein Leben mehr. Wie? Das war schlecht. Das war, glaube ich, sehr schlecht. Wer ist denn das da oben? Oben links? Da ist jemand gefangen. Wie komme ich da hin? Ich will da hin, Chad. This foul ink seems to adhere to everything. Your father's ego has suffered more than we anticipated. It's afflicted,
devoured by infection, riddled with gangrene, Benedict. Cool guys here. Okay. Ich geh weg. Was ist das hier? Ich wollte doch eigentlich nur da oben hin. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Das sind zwei. Ha! Ha! Jet! Ha! Was mache ich jetzt daraus? Gehen wir mal wieder zurück? Also, mal blöd gefragt, kann ich überhaupt wieder zurück? Verbrannt! Korridor des Limbus. Wie? Ich kann auch hier wieder spawnen? Lol. Das heißt, wenn ich mich mal verrennt habe, kann ich einfach... I recall dying, and yet I'm alive. Dankeschön, Vater. Is this? He should be here soon, but I can't wait. Warte mal. Kann ich hier? Nee, kann ich nicht. Schade. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Teleportieren. Gut, gehen wir jetzt mal an dem Haus ein bisschen weiter hoch und schauen mal, ob wir oben was finden. Und wieder pleite. Ja, Vater, siehst du, also musst du auch vorsichtig sein mit deinen Coffees. Am Klavier. Spiel mal eine Runde Klavier. Jetzt warte mal. Wir können wirklich eine Runde Klavier spielen? Okay. Also das wäre was für Stevie, weil... Der kann Noten lesen. Ich nicht. Leider. Also ich kann es wirklich nicht. In Musik war ich damals nicht so gut. Ich habe zwar trotzdem früher ein Instrument gespielt, das hört sich blöd an, aber da waren die Noten ziemlich einfach. Und zwar habe ich E-Bass gespielt. Und bei E-Bass ist es so, da ist es scheißegal, was auf diesen Notenblättern steht, weil die Noten für ein E-Bass stehen da drüber und zwar ausgeschrieben mit B. E, C. Also du weißt halt quasi beim E-Bass immer, welchen Ton du spielen musst. Du musst nie halt mit diesen Kringelchen ausgemalten und mit dem Schweifchen dahinter oder ohne oder nach unten oder nur... I don't know. Kann ich nicht. Stevie schon. Also weiß ich, also ich gehe mal davon aus, dass Stevie das kann. Strampelanzug. That's strange. There's no mention of a child in their files. Do I have a sibling? In den Unterlagen, die ich gestohlen habe, finden sich einige Abweichungen. Ein Kind wird darin nicht erwähnt. Oder haben sie sich dem Order ihrer Dai widersetzt und unerlaubt doch Nachwuchs bekommen? Ja, vielleicht. So, hier ging es aber nicht weiter, ne? Schlafgemach? Ja, nee, hier ging's nicht weiter. Gut, gehen wir wieder runter. Ja, dieser winzige Kleidhaken, ja, das gehört dazu. So, kann ich denn auf mein Inventar zugreifen? Tasche. Alter, Alter, wie viele Sachen ich hier habe. Nee. Oh, Leitfaden, warte mal, Leitfaden ist auch nicht schlecht. Aber ich wollte eigentlich hier gucken. Verbrauchsmaterialien, okay. Aufgaben. In den Unterlagen. Was ist das denn? Tinte. Manche Grässigkeiten sollten unter Verschluss und unerreichbar fernbleiben. Aber wer weiß, vielleicht erweisen sie sich eines Tages doch als nützlich. Ein schmutziges Überbleibsel dämonischer, in einem Bernstein eingeschlossene Substanz. Die Tätowiererin kann die Tinte entnehmen und benutzen,
um meine Verbindung zum Begleiter zu verstärken. What? Was denn für eine Tätowiererin jetzt auf einmal? Vor 2 Monaten, die Band, okay, das haben wir. Wie der Tau am Morgen legen Erinnerungen und Gefühle sich sanft auf allen irdischen Besitz. Sie locken sowohl Dämonen als auch Plünderer an. Es gibt eine Welt, in der nichts größeren Wert besitzt. Ja, das haben wir dann auch gelesen. Was ist hier? Das muss die neue Frau meines Vaters sein. Sie ist bildhübsch und... So, hier soll ich noch irgendwas untersuchen können. Ich schicke dir ein Bild von mir, aber ich glaube, selbst wenn es dir nicht gefällt, ist mir das egal. Okay. Das kann man so sehen, geht auch anders. Die Hölzer hatte ich auch, aber irgendwann war es dieser wundervolle Blockflöte. Oder Klanghölzer. Okay, ihr geht an der Triangel. Ja, Triangel kann ich auch spielen, so ding, das ging auch noch immer ganz gut. Okay, jetzt kommen wir nochmal runter zu unserem Vater. So, wir waren jetzt in seiner Gedankenwelt. Quasi. Und hier haben wir den Schlüsselbrett. Ah, lol. Okay, weil die... Was? Muss der nicht hier ran? Nee, warte mal, warte mal. Hä, warte mal. Jetzt habe ich mir das nicht aufgemalt. Ich habe mir alles andere aufgemalt. Habt ihr, was? Aber man muss ja nicht Noten lesen können, um Instrument zu spielen. Das ist richtig. Manche können das Ganze auch nach Gehör. Ach, das war ein Richtwert. Okay, also der hier war auf jeden Fall schon mal richtig. Nee. Nein! Ach Mann, bleib doch dran. Ich habe ja nicht gesehen, dass ich da unten auch noch einen Schlüssel habe. Der kommt dahin. Was? Ich will den nicht. Ich... Nein. So. Und hier fehlt mir noch ein Schlüssel. Einer fehlt mir noch. Jetzt ist die Frage, wo finde ich den? Finde ich den hier? Ich muss mich wirklich... Okay. Warum bin ich denn jetzt wieder hier reingegangen? Also ich meine, klar, wahrscheinlich ging es nicht weiter. Oh, Tentakel! Lass mich! Schon wieder fast vergessen. Okay, also wir können anscheinend immer wieder hierhin auch zurück, was ja cool ist. I can't make this jump now, not while the amplificator is damaged. Yes, without it you won't be able to use my abilities fully. Der hat auch noch, mein Begleiter hat auch noch Abilities? Okay, ist ja krass. Das Spiel wird wird auf jeden Fall komplexer, als ich mir es gewünscht hatte. So, hier ist noch eine Tür gewesen. Die haben wir aber nicht aufbekommen, richtig? Richtig. Okay, dann gehen wir jetzt da wieder zurück, wo wir vorhin gestorben sind. Einfach drüber springen. Oder Chat, wir gehen jetzt in die andere Richtung. Wir gehen hier runter. Und rennen den einfach weg. Weil wir können's. Hä, da oben ist doch... Ich kann doch... Okay, kann ich nicht. Scheiße. Da oben war so eine
anomaliemäßige irgendwas. Das war knapp. Splitter. This table used to bring the whole family together. I can still smell the aroma of their favorite coffee. The taste of good wine and of their laughter, Benedict. Okay. So, there was a time when the house was filled with joy. Geh weg! Sag, geh weg! Okay. So, jetzt probieren wir noch mal kurz da hoch zu springen. Beziehungsweise können wir hier weiterlaufen? Nein. Schade. Die Sounds, ja, die Sounds sind auch gerade witzig gewesen. Wieso kann ich denn hier oben? Also ihr seht es da oben, ne? Die. Okay. Da komme ich vielleicht wirklich erst später hin. Nein! Ich komme ja eh hier so hin. Aber gab es denn hier eigentlich noch was? Nee. Schade. Hätte sein können. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. Hinaufklettern. So, hier ging es jetzt irgendwie Tinte in Sicherheit bringen. Warum kann ich mich jetzt dahin teleportieren? Kann ich nicht. Ich kann jetzt nur auswählen zwischen den Limbus. Aber das macht ja gar keinen Korridor, Eingangshalle, Zugang zum Limbus. Nee. Ich würde sagen, wir erkunden weiter. Da oben würde ich gerne hinkommen. Da oben ist ein Spiegel gewesen, der sah aus wie, ich könnte jemanden befreien. So, die Zwiebel, die machen wir jetzt nicht nochmal. Okay, den Sprung werde ich nicht schaffen. Glaube ich. Das heißt, ich muss hier... Okay. Oh, warte, der ist noch gar nicht tot. Ich dachte, der wäre schon tot. Nein. Nix da, mein Freund. Nein. Aua, der tat weh. So. Even for me. Was passiert? Hat sie ihn jetzt verlassen oder was ist los? Sie wendet sich so ab. Er sitzt am Bett, schaut ihr einfach nur hinterher. No. Kann ich hier das irgendwie öffnen? Achso, ich muss die Viecher dafür kaputt machen, ne? Okay, warte. Hier unten ist noch einer. Muss mal gucken, wie ich da hinkomme. Da ist er. Aua! So, jetzt müsste ich doch das öffnen können. Oder nicht?
Das wäre natürlich jetzt... Tinte in Sicherheit bringen. Gegenstand auffüllen. Ja, ich kann hier mich wieder... Okay, das ist ja krass. Ich kann mich ja auch an den Dingern heilen. Das sind so eine Art Checkpoints. Okay, hier komme ich noch nicht durch. Schade. Komme ich denn hier schon durch? Nein, auch noch nicht. Bin ich aber auf der anderen Seite. Ach, von der anderen Seite kann ich die Tür öffnen. Lul. Okay. Also auf jeden Fall Jump and Run. Lastig. Also finde ich natürlich geil. Weil das gefällt mir. Interagieren. Und wird? Okay. This resembles one of the symbols on the keys, but more complicated. Still no clue what to do with them. Okay, wait. Wir müssen uns die Symbole, glaube ich, alle aufmalen. Ich bin sonst lost. Und zwar so richtig. Nein, scheiße. Nena, weg. So, dann so ein Viereck am unten, dann so lang und nach unten. Mit so einem... ja. So, wo geht's hier weiter? Was ist... Was bist du denn? Mit diesem... Tentakel. Das Labor. Das sieht aber Endboss-Fight-mäßig aus. Leck mich! Wer bist du denn? Nein! Mehr hier. Du fängst hier ein paar, du. Nein! Ich hab doch geblockt. Nein, mach mal so. Ich bin tot. Steh doch auf. Verbrannt. Warum steht er eigentlich immer verbrannt? Ich bin doch gar nicht verbrannt. Ja komm, denn wir spawnen da wieder in der Ecke, oder? Da in der Nähe. Komm, den Fight müssen wir noch machen. Chat. So viel Zeit muss noch sein. Den machen wir jetzt auch. Abkürzung. Oh, warte, falsche Richtung. So, jetzt. Und, hopp. Also das Spiel ist mega. Also mir gefällt es echt gut. Und ich freue mich auch, das Spiel später noch weiter spielen zu können. Aber jetzt gehen wir erstmal hier in den Bossfight. Das Timing ist halt wieder extrem wichtig. Kenne ich von Dark Souls. Komm schon! Ich hab doch geblockt! Ach, der blockt nur auf einer Seite! Wie blockt nur auf einer Seite? Zu früh. Wo bin ich? Also. Okay. Kriegen wir hin. Ich muss nur noch timingstechnisch. Muss es besser werden.
Aber es ist machbar. It is makeable. Vor allem, ich habe ja auch eine Heilung, habe ich ja noch mindestens. Eine Heilung habe ich ja. Marinja. Nee, 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 nicht mit mir. No, no. Oh, warte. Oh, der war zu spät. Der war minimal zu spät. Der war gut. So, wir gucken mal, dass wir... Der war nicht gut. Wir rennen mal kurz hier hin. Nein, 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 nein. Wie geht's jetzt weiter? Falsche Taste. Komm her. Wie legen den jetzt? Wir kommen immer ist. Ich glaube, wir brauchen hier Death Counter. Nein, brauchen wir nicht. Aber wir kriegen das hin. Ist auf jeden Fall machbar alles. Alles machbar. Nee, so. Nein, falsche Taste. Komm! Block it! So, wir blocken ihn. Wir blocken ihn. Ja, geblockt. Nein, falsche Taste. Der war... No, no, no! Okay, haben wir. So, jetzt kommt er hier. Oder auch nicht. Scheiße. Nein! Komm, entscheid dich. Okay, komm. Yummy. Ja, komm, dann spring doch. Mach doch. Ja. Ich splash hier alle. Und wir haben kein Leben verloren bis dato. Yay! Nice. Das war awesome. So, wir gucken nochmal ganz kurz. Hier kann ich mich teleportieren. Okay. Das, lieber Chat, werdet ihr erst in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir würden das Spiel jetzt hier pausieren und auch beenden.